Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, Alexos, und ich möchte zu meiner kleinen, in Anführungszeichen, Guide-Reihe, zu meiner kleinen Guide-Reihe Kappa, möchte ich gerne eine neue Videoreihe hinzufügen. Ich weiß nicht, wie oft die Updates bekommen wird, beziehungsweise inwiefern wie umfangreich das Ganze sein wird, aber ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht eine ganz coole Idee. Und zwar wurde ich jetzt schon öfters gefragt, ey du, was ist das denn für ein Charakter und hey, und der sieht ja voll krass aus und wo kriegt man das Zeug her und was ist denn das und das und was ist das für ein Stil und was ist das für eine Waffe und warum glitzert das so und was ist das für ein Reittier und was ist dies, das, Ananas. Und deswegen dachte ich mir, okay, pass auf, lass uns da doch einfach eine Reihe, eine Videoreihe draus machen. Wo ich ab und zu mal so ein Update bringe zu meinen Charakteren. Ich habe jetzt letztens zwei Charaktere, beziehungsweise drei Charaktere sogar komplett überarbeitet. Dazu zähle ich meinen Hauptcharakter, dazu zähle ich meine Malka-Templerin und dazu zähle ich meinen Verhüter. Ja, die habe ich komplett über Bord geschmissen und komplett neu gemacht. Dementsprechend hat sich da ein bisschen was verändert. Auch auf meiner Website sieht man jetzt die neuen Bilder. Und ich dachte mir, gut, so einmal alle zwei, drei Monate setzt du dich ja schon mal an so einen Charakter ran, sage ich mal. Oder alle zwei, drei Monate wird jeder dieser Charaktere mal in irgendeiner Form überarbeitet. Also ich habe zwar gedacht so, wenn ich für jeden irgendwie so ein spezielles Kostüm fertig habe, dann behalten die das auch. Aber ich muss ehrlich sein, bis auf meinen Magier, das ist der Einzige, der, glaube ich, sein Kostüm über schon jetzt seit einem Jahr oder so behalten hat. Also der hat wirklich sein Kostüm, so wie es war, ein Jahr lang behalten. Ansonsten, ich glaube, mein Tank steht hinten dran. Der hat schon seit einem halben Jahr dieses Kostüm und der wird sich vermutlich auch nicht mehr so großartig verändern. Aber ich sitze mich trotzdem immer mal hier und so mal ein bisschen ran. Und selbst wenn nicht, dann sind es halt 10 Videos für 10 Charaktere und das reicht dann. Und falls ich irgendwann nochmal was verändere, dann kommt irgendwann nochmal eine andere Folge. Das gucken wir dann. Aber so in der Art habe ich mir das vorgestellt auf jeden Fall. Ja, ich möchte also quasi für jeden meiner Charaktere ein kurzes Video machen, vielleicht 5 bis 8 Minuten, wo ich euch zeige, was das für Stile sind, wo man die herbekommt, gegebenenfalls erkläre ich das auch. Ansonsten gehe ich halt nur durch, so das ist der Stil, das ist der Stil. Zu den Farben werde ich das jedoch nicht sagen, weil die Farben bekommt man aus bestimmten Achievements, da könnt ihr dann selber nachgucken, wie man diese Sachen bekommt. Das steht bei euch in den Errungenschaften drinne. So viel also dazu. Aber das ist so der Plan für dieses Format. Ihr könnt ja gerne mal Feedback in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Auf jeden Fall werden wir die alle mal durchgehen in den nächsten paar Tagen. Und Stück für Stück könnt ihr dann sehen, ja, so ein bisschen Storytelling. Was ist das für ein Charakter und warum trägt er dies und das? Und ja, so viel dazu. Ich würde sagen, viel Spaß mit dieser Videoreihe. Und wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten ESO-Fashion-Videos wieder. So werde ich das Ganze mal nennen, ESO-Fashion. Ich denke mal, das passt ganz gut. Bis dahin, euer Alexos, haut rein.